Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode der LibGDX Tutorial-Reihe. Heute beschäftigen wir uns mit dem Android Launcher und der Android Manifest, damit wir zum Beispiel unseren App-Namen nochmal modifizieren können und so weiter und das Icon. Und dafür gehen wir jetzt erstmal hier unter Source, dann das Package und zum Android Launcher. Und dann können wir hier zwei Sachen noch konfigurieren bei dieser Config, beziehungsweise ich konfiguriere noch zwei Sachen. Und zwar ist das der Immersive, also config.useImmersiveMode ist da eine Variable, die setze ich auf True. Das bedeutet, dass bei Android-Geräten, die keine Softkeys unten und keinen physikalischen Home-Button oder so haben, also zum Beispiel bei Samsung-Geräten, die haben das. Aber bei Google-Geräten, die haben das ja direkt im Touchscreen unten. Das heißt, und dann bedeutet der Immersive Mode im Prinzip, dass diese Buttons also zurück, Home und Übersicht ausgeblendet sind und der komplette Screen dem Spiel gehört, was ich ganz nett finde. Genau. Und dann gibt es da noch eine Option, die heißt Num Samples. Die setze ich jetzt mal gewitzt auf 2. Das bedeutet einfach, also das ist fürs Anti-Aliasing. Hier sieht man es auch hier für MSAA. Und da kann man eben definieren, wie viel Anti-Alias das soll. Das kennt man ja aus Spielen, so von den Einstellungen her. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ich habe das jetzt mal auf 2 gesetzt. Das könnt ihr machen, wie immer ihr wollt. Beziehungsweise bei Spielen, also bei Pixel-Spielen, sollte das auf 0 sein, weil da sollte ja nichts anti-aliased sein im Normalfall. Genau. Dann kommen wir hier jetzt zur Android Manifest.xml. Da ist schon mehr zu sagen. Da gibt es jetzt zum Beispiel erstmal hier Version Name und Version Code. Da kann man dann irgendwelche Versionen machen und Builds. Das lasse ich jetzt mal beides auf 1 und 1.0. Das interessiert mich nämlich relativ wenig. Dann hier Android Min SDK Version gleich 8. Das heißt, gibt es so eine Tabelle, welche Zahl welcher Android-Version entspricht. Ich glaube, 8 ist 2.2. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und Target SDK Version ist 23. Das dürfte Android 6, also Marshmallow sein. Ich bin mir aber da auch nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, das ist das Wichtige. Also die Min-SDK-Version ist wichtig, weil manche Features halt erst mit Android sonst was kommen. Und wenn man dann so ein Feature nutzen möchte, muss man hier dann die Min-SDK-Version auf die entsprechende Android-Version setzen. Was dann natürlich bedeutet, dass manche Nutzer, die noch unter diesem Android das benutzen, die App nicht benutzen können. Genau. Dann Allow Backup, das ist erstmal unwichtig, da spielt bestimmt auch eine Beschreibung mit dabei, gar nicht einmal, okay. Dann beim Icon ist es wieder wichtiger, das sieht man schon, wenn man jetzt hier mit Eclipse und Steuerung drückt und dann über das AddDrawable-IC-Launcher, dann hat man da schon mehrere Auswahlmöglichkeiten. Und wenn man das dann öffnet, dann bekommt man hier so einen schönen Text, weil eine PNG-Datei ist ja auch nichts anderes als eine Text. Und die findet man hier unter Res und dann die ganzen Drawables und die haben dann verschiedene Größen. Ich habe da jetzt einfach mal schon vor dem Tutorial welche erstellt. Da gibt es so Internetseiten, wo man das recht einfach machen kann. Die sehen, ich habe jetzt hier einfach mal so eins erstellt. Da könnt ihr auch einfach nur zum Testen, da könnt ihr erstellen, was ihr wollt. Und die kopiere ich jetzt hier alle mal rein. Und eine Sache dabei ist noch, warum es da verschiedene liegt daran, dass der Launcher verschiedene Auflösungen haben kann. Und je nach Gerät und Pixeldichte und so weiter wird dann die entsprechende Auflösung genommen. Dann XHDPI. Und das M steht für Middle Dots per Inch, dann H steht für High Dots per Inch oder sowas. Und XHDPI
Umso mehr X, desto größer ist sozusagen. Also es gibt ja mittlerweile XXXX HDPI oder sowas. Also ein bisschen abgedreht. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das hier schon reinkopiert habe. Genau, und dann noch den da, hier nach da. So, jetzt haben wir hier die neuen Launcher drin. Die lasse ich jetzt mal so. Wir werden dann die App noch einmal starten im Emulator hier. Dann dürfte sich das Bild da ändern. Genau, dann den Label. Da können wir jetzt auch wieder mit Steuerung und über das Add String hovern und draufklicken. Dann öffnet es hier String.xml, die übrigens unter Values hier liegt. Und da können wir dem dann noch einen Namen geben. Und dann sage ich jetzt einfach mal libgdx Tutorial, damit wir sehen, dass sich hier der Name dann noch ändert. Genau. Dann das Theme können wir uns auch mal kurz angucken. Da werden so ein paar Eigenschaften noch definiert, wie zum Beispiel, dass das Fullscreen ist, also Window Fullscreen True und keine Titelleiste hat und so weiter. Und was für ein Background, aber das ist gar nicht so wichtig, das, weil wir wollen ja normalerweise unser Game immer im Fullscreen haben, ohne, also so, dass das komplette Display dem Spiel gehört. Genau, dann haben wir hier dann ein Activity-Ding. Das kann man sich vorstellen wie so ein Fenster, eine Activity bei Android. Und da gibt es dann wieder verschiedene Eigenschaften, wie zum Beispiel nochmal die App, der App-Name von dem, also der Name von dem Fenster. Dann hier dieses Name bedeutet, welche, also für jede Activity, der braucht im Prinzip eine Klasse, und in dem Fall ist es unser Android Launcher. Der erbt zwar jetzt nicht direkt von Activity, aber wenn wir uns jetzt mal Android Application von libgdx anschauen, dann erbt der hier von Activity, und deswegen ist das unser Activity. Genau. Das ist übrigens auch eine coole Sache, die ich auch während dem Tutorial immer wieder nutzen werde, dass man hier den Code von libgdx anschauen kann. Und dann werde ich da ab und zu mal ein bisschen was im Detail erklären. Genau. Dann hier Screen Orientation ist entweder Landscape oder Portrait. Landscape ist also im Quermodus, so dass es zum Beispiel 16 zu 9 Auflösung ist, so wie jeder normale Laptop halt auch steht. Und Portrait ist dann im so wie man das Handy normalerweise hält, wenn man irgendwie tippt, also im Hochkantmodus, so dass es, also so dass die Höhe höher ist als die Breite breit beim Portrait. Aber normalerweise ist bei Spielen immer Landscape die Wahl, einfach weil es besser, also weil beim PC ist es ja auch, sind die Spieler ja auch im 16 zu 9 normalerweise, und dann ist das für Handys auch ganz gut. Dann haben wir hier Config Changes. Das ist wieder ein bisschen schwieriger zu erklären. Und zwar, wenn sich, da ist, es gibt jetzt verschiedene Optionen, die hier mit so einem, einfach so einem Strich getrennt sind. Und zwar sollen, müssen, also wenn man die hier angibt, dann restartet die App nicht, wenn eine dieser Ereignisse eintritt. Also wenn das Keyboard sich öffnet oder wenn sich das Keyboard wieder schließt oder wenn die Orientation, die wir eigentlich hier festgesetzt haben, sich ändert, oder wenn die Größe des Screens sich ändert, dann soll die App nicht restarten, nicht, dass wir dann irgendwie plötzlich aus dem Game rausfliegen. Genau. Und dieses Intent-Filter-Zeug bedeutet einfach nur, dass das unser, wenn wir die Application launchen, dass das unser Hauptfenster sozusagen hier ist, die Activity. Wir haben aber auch gar kein anderes Fenster. Insofern ist es gar nicht so wichtig. Genau, dann starte ich die App einfach nochmal. Und dann sollte man hier. Ach, übrigens, wenn man die Android Manifest das erste Mal öffnet, ist man normalerweise hier in diesem Fenster, und dann müsst ihr unten auf AndroidManifest.xml klicken, damit man hier dieses Textding hat. Ich arbeite da immer lieber mit Text, aber das könnt ihr euch aussuchen, wie ihr wollt. Und ab und zu ist hier auch
DDMS-Konsole. Da könnt ihr hier, wenn ihr auf dieses Konsolenzeichen geht und dann auf den Dropdown auf Android, dann seht ihr hier immer den aktuellen Status, so wenn eure App installiert wird. Das ist auch ganz praktisch. So, und diesmal hatten wir sogar Success beim Installen. Jetzt mal schauen, ob er auch die Activity launcht. Da gibt es auch manchmal Probleme. Auf jeden Fall haben wir hier unser neues Bild schon mal und den Text. Also das hat geklappt, wie ihr seht. Aber offensichtlich hat er sie nicht gelauncht, aber da kommt auch nicht viel anderes als beim Einrichten das letzte Mal. Hier haben wir immer noch unser schönes Bad-Logic-Bild. Und hier sagt der schon Eclipse, würde gerne von der Android-Konsole aus das mitloggen. Da sagen wir jetzt einfach mal ja und auf okay. Dann haben wir hier Logcat. Da sehen wir so alles, was für unsere App mitgeloggt worden ist, beziehungsweise wir können auch alle Messages anschauen. Aber mit diesem Filter hier drüben können wir auch nur das, was für unsere App geloggt wurde, anzeigen. Genau. Das war's jetzt wieder zum Android-Launcher. Wir haben jetzt hier unser Bild und unser Text gesetzt. Mehr brauchen wir auch gar nicht zu machen, normalerweise in dem Android-Projekt für so eine App. Genau. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dass ihr was gelernt habt. Bis zum nächsten Mal.